Willkommen bei der Algebra 2. Freut mich, dass ihr wieder dabei seid. Wir setzen heute fort mit den Radikalen. Morgen haben wir dann auch noch eine Sitzung und dann geht es schon in die Weihnachtsferien. Pro-Seminar ist morgen dann anschließend an die Vorlesung um 1. Ich habe das falsch angekündigt, weil ich noch den 8. Dezember in Erinnerung gehabt habe, aber ich habe das hoffentlich richtig verstanden. Ein bisschen was Organisatorisches wegen Prüfungen. Zur Algebra 1 habe ich den Eindruck, dass da noch einige fehlen, die gern ihre Prüfung machen würden, aber vielleicht zaudern oder ein bisschen Angst haben oder das zu mühsam empfinden. Es sollten alle, die die Algebra 1-Prüfung noch nicht haben, das unbedingt versuchen, doch noch zu machen. Ja? Wenn ihr das dann auf später verschiebt, erstens versickert der Stoff und zweitens ist es dann viel, viel mühsamer. Ja? Ihr könnt die Algebra 1-Prüfungen mache ich nur noch mündlich. Ihr könnt euch bei mir per Mail melden, vielleicht eine Woche vorher. Möglich sind ab 7. Jänner bis 25. Jänner. Mündliche Prüfung dauert ungefähr eine halbe Stunde. Wir können sie sowohl per Zoom als auch in Präsenz machen. Und dann ging es auch wieder im März. Ja. Ich glaube auch, dass ihr euch so weit entwickelt habt, dass ihr die Algebra 1 jetzt schon ganz gut verdaut habt und ohne weiteres die Prüfung machen könnt. Es haben sich auch schon einige bei mir gemeldet. Also nochmal die Einladung an alle, die Algebra 1-Prüfung bald zu machen. Anderes Thema ist die Algebra 2. Da machen wir eine schriftliche Prüfung. Ich glaube, dass es vielleicht ein bisschen knapp ist, die im Jänner zu machen, Ende Jänner. Anfang Februar bin ich wahrscheinlich nicht vor Ort. Darum würde ich sagen, wir machen sie in der ersten Märzwoche an einem Freitag. Ich habe das eh schon ausgeschickt. Beispielsweise am 4. März am Nachmittag. Jetzt sollte das euch genügend Zeit geben, euch vorzubereiten. Und wir sind ungefähr aus dem Pro-Seminar zu schließen, vielleicht noch an die 50 Leute. Und da wäre es natürlich gut, wenn der Großteil auch gleich die Prüfung versuchen würde. Ja. Das einzige Nachteil ist, dass man sich eben da in diesem Anmeldesystem wieder eintragen muss, weil das eine Art Moodle-Organisation ist. Gibt es da Fragen dazu von eurer Seite? Ihr könnt mir sonst ja auch das ja per Mail schicken, wenn ihr was wissen wollt. Skriptum über den Abschnitt über die Körpertheorie und Galois-Erweiterungen ist schon recht weit fortgeschritten. Da ist der erste Teil schon fast fertig, wird nur noch ein bisschen korrigiert. Und wir hoffen, dass, also Clemens und Peter sind da sehr fleißig und machen das super toll. Und wir hoffen, dass wir vor Weihnachten euch noch das entsprechende Manuskript schicken können. Also ich lade dann auf der Moodle-Seite hoch und schicke euch ein entsprechendes Mail. Okay. Gut, dann können wir heute mit dem Stoff weitermachen. Wir sind bei den Radikalen und bei den Wurzeln und ich beginne mit einer Definition. Etwas, was wir eh schon wissen. Definition. K in L, Körpererweiterung. N aus N. Was ist eine n-te Wurzel in L? Eine Nullstelle in L des Polynoms x hoch n minus a, wobei a in k ist, heißt eine n-te Wurzel aus a in L bezeichnet, ja, so, das suggeriert, dass sie eindeutig ist, aber das ist sie natürlich nicht. Achtung, nicht eindeutige Also, wenn wir n-te Wurzel als a schreiben, dann meinen wir eine der möglichen Wurzeln. Ich schreibe das nochmal hin. Eine der möglichen Nullstellen von x hoch n minus a
In L. Das L gebe ich hier jetzt nicht dazu, annotationell. Könnte man noch dazu schreiben, brauchen wir jetzt aber nicht. Okay. Gut. Jetzt, wenn Alpha in L nte Einheitswurzel, das haben wir auch schon definiert, das ist natürlich einfach x hoch n minus 1, so ist Alpha hoch, was will ich da schreiben? Ja, Alpha nte Wurzel a wieder eine nte Wurzel aus a, klarerweise, weil das kommutativ ist. Und wenn wir L algebraisch abgeschlossen annehmen, falls L gleich L quer algebraisch abgeschlossen, so erhält man in dieser Weise alle n-nten Wurzeln aus A. Gut. Jetzt wollen wir immer annehmen, dass die Charakteristik von K nicht das n teilt. Teilt Charakteristik von K nicht n, also entweder ist die Charakteristik gleich 0 oder p und p ist kein Teiler von n, so ist x hoch n minus a separabel. Da lauter verschiedene Nullstellen. Insbesondere ist die Erweiterung ist k, naja, wir können jetzt adjungieren einerseits eine der Endwurzeln. Ja, wenn ich das jetzt so schreibe, dann meine ich eine dieser Endwurzeln und das Alpha ist dann eine separable Körpererweiterung. Ich weiß nicht, ob ihr alle mitschreibt. Falls es euch zu schnell geht, dann meldet euch. Natürlich die, die nicht mitschreiben, für die ist es vielleicht eher zu langsam. Gut, jetzt den ersten Satz, den wir dazu beweisen werden. Wir gehen also darauf hin, die Lösbarkeit von polynomialen Gleichungen auszudrücken durch, also wir wollen polynomiale Gleichungen lösen und die Nullstellen ausdrücken durch Radikale, das heißt iterierte Wurzeln, und dazu die Galois-Theorie zu verwenden. Und dazu brauchen wir den folgenden Satz. Geht in zwei Richtungen. K beliebiger Körper, n in n. Charakteristik von K teile nicht n. Und wir nehmen an, Annahme, K enthält eine nte Einheitswurzel Alpha. Dann gilt A, zwei reziproke Aussagen für alle A in K. Ist k nte Wurzel aus a, hier wird eine Wurzel ja, adjungiert, eine endliche Galois-Erweiterung, das wissen wir eigentlich schon, aber das Wesentliche ist mit, ja, wie schaut die Galois-Gruppe aus? Wenn wir eben eine nte Wurzel aus a haben, dann ist die Galois-Gruppe besonders schön. Sie ist nämlich zyklisch. Mit zyklischer Galois-Gruppe Gal über k nte Wurzel aus a. Ja, und die Ordnung dieser Galois-Gruppe, deren Ordnung
ein Teil davon endest. Das ist die eine Richtung. Ja, also wenn wir die Gleichung durch ein Radikal auflösen und hier drinnen, das könnte man L nennen, hier drinnen können wir sie lösen, ja, dann ist die Galois-Gruppe zyklisch. Das ist also jetzt die entscheidende Beobachtung, dass offensichtlich die Wurzeln von Elementen, die Entenwurzeln von Elementen mit der Zyklizität der Galois-Gruppe zu tun haben. Jetzt, wie schaut die Umkehrung aus? B, und das bereitet auch schon den Satz von Galois dann vor, ist K in L endliche Galois-Erweiterung. Vom Grad L über K gleich N mit zyklischer Galois-Gruppe. Galois L über K. So ist L bereits Zerfällungskörper eines Polynoms x hoch n minus a, wie vorher, für ein geeignetes a in k. Ja, hier seht ihr schön, wie die beiden Aussagen reziprok zueinander sind. Ja, hier geht man in der ersten Aussage, geht man von der Entenwurzel auf die Galois-Gruppe, die dann zyklisch ist. Und umgekehrt, wenn sie zyklisch ist, dann weiß man schon, dass die Erweiterung durch die Entenwurzeln eines Elementes von A erzeugt wird. Das ist ein erster Schritt, um die Lösbarkeit von Gleichungen durch iterierte Radikale zu beschreiben. Das ist den Janssen-Schwärmer. Falls ihr das nachschauen wollt, ich wiederhole, Janssen-Schwärmer ist ein bisschen ausführlicher in den Beweisen, hat viel mehr Resultate natürlich. Ich habe die Notation ein bisschen geändert und auch die Beweise etwas vereinfacht oder verkürzt. Wir brauchen auch nicht so viel Material, aber da könnt ihr das immer noch supplementär nachlesen. Jetzt ist eine Meldung im Chat. Moment. Einen kleinen Moment. Ja, also die Bitte, ich soll ein bisschen langsamer sein. Von mir aus gerne, wenn das nicht zu langsam ist. Ich muss jetzt sowieso löschen, dann könnt ihr da mal verdauen. Ich tue nur die Seite löschen, dann könnt ihr das noch stehen lassen. Das ist natürlich anders im Hörsaal, da merkt man, wie schnell er mitkommt oder mitschreibt, während in meinem Fernsehstudio ich das natürlich, ich sehe nicht eure Gesichter und auch nicht, ob ihr mitschreibt oder nicht. Ich habe ja schon erwähnt, dass ich jetzt, wenn ich die Nachrichten schaue im Fernsehen, dann immer daran denke, wie unglaublich konzentriert die Moderatoren in die Kamera schauen. Und die schauen so in die Kamera, als ob man selbst genau dort gegenüber sitzen würde. Das bin ich noch beim Lernen, aber ich fühle mich schon ein bisschen wohler und entspannter als zu Beginn. Ich hoffe, dass es für euch auch dieser Modus okay ist, wobei hoffentlich nach Weihnachten im Jänner wir wieder in Präsenz vortragen können. Das sind noch 3 Wochen. Aber natürlich, wenn Omikron sich sehr stark ausweitet, könnte es sein, dass wir online bleiben müssen. Wer weiß.
Der Beweis ist nicht sehr schwer, aber auch nicht besonders leicht. Es ist ein bisschen umständlich, vor allem der Teil B ist ein bisschen mühsamer. Ich erinnere daran, Galois war 17, 18 Jahre alt, als er das entwickelt hat. Aha. Ja, wenn wir hier eine Ente Einheitswurzel haben, dann nehmen wir sie primitiv. Ja. Sei Alpha Primitive. Ich glaube, das müsste man hier wohl voraussetzen, weil sonst macht das nicht viel Sinn, weil sonst könnte man ja 1 nehmen und das ist nicht sehr interessant. Der Alpha-primitive Ente-Einheitswurzel in K. Wir wählen so eine Ente-Wurzel aus A in K quer. Jetzt seht schon, der algebraische Abschluss, der wird immer wieder verwendet. Einfach als Blackbox, da haben wir unsere Elemente drinnen. Wir müssen gar nicht genau wissen, wie er ausschaut, sondern wir müssen wissen, dass er existiert. Okay? Ja, wie schauen die anderen Nullstellen aus? Also das b hoch n minus a ist dann gleich 0. Wenn wir jetzt aber die anderen Nullstellen von x hoch n minus a suchen, dann müssen wir das nur mit Potenzen von Alpha multiplizieren. Die weiteren Nullstellen von x hoch n minus a sind dann Alpha hoch k mal b, k gleich 0 bis n minus 1. Und die sind alle verschieden, weil Alpha primitiv ist. Ja, wir haben also hier wirklich n Nullstellen gefunden. Daher, ja, wenn wir L gleich K adjungiert B nehmen, dann ist das K adjungiert, das Alpha ist schon in K drinnen, ja, darum können wir das ruhig dazu schreiben. Dann haben wir aber alle Nullstellen von x hoch n minus a drinnen, dann ist das der Zerfällungskörper in K über K von x hoch n minus a. Damit ist die Erweiterung normal. K in L normal. Und da alle Nullstellen verschieden sind, auch separabel. Ich wiederhole, damit es ein bisschen langsamer wird. Aufgrund der Existenz der primitiven Enteneinheitswurzel finden wir alle Nullstellen. Das ist ja etwas, was ihr auch schon sehr oft gemacht habt, wie ihr die anderen Nullstellen findet. Wenn ihr ein quadratisches Polynom, wenn man eine Nullstelle a, b hat, dann ist minus b auch eine Wurzel. Ansonsten muss man eben das dritte, vierte Einheitswurzel dran multiplizieren. Okay? Und damit sehen wir das als Zerfällungskörper. Und wesentlich ist natürlich die Annahme, dass wir die Enteneinheitswurzeln in K drinnen haben. Gut. Jetzt wollen wir noch die Galois. Das Wesentliche ist ja, dass die Galois-Gruppe zyklisch ist. Naja, wie schaut das jetzt aus? Sei Phi aus der Galois-Gruppe von L über K. Jetzt muss man aufpassen, dass B hat nicht notwendigerweise Minimalpolynom x hoch n minus a. Das B könnte ein Minimalpolynom von kleinerem Grad haben, ja, das ein Teiler von xn minus a ist. Aber auf alle Fälle, der Grad des Minimalpolynoms, ja, wird ein Teiler von n sein. Beachte, dec min pol b über k teilt n. Und das will ich einmal m nennen.
Jetzt wissen wir aber, wenn wir so ein Phi aus der Galois-Gruppe haben, dann muss es das b auf eine andere Nullstelle des Minimalbinoms schicken. Dann gilt Phi von b gleich, ja, ja, die anderen Nullstellen sind aber alle von der Form Alpha k mal b. Ja, das müssen nicht alle k sein, ja, sondern für gewisse k, für ein 0 kleiner gleich k kleiner gleich n minus 1. Ja, jetzt sehen wir schon, dass wir hier, wenn wir jene k's nehmen, die gerade die Nullstellen des Minimalpolynoms von b liefern, so halten wir eine zyklische Gruppe. Ja. Ich schreibe das vielleicht so hin. Wir erhalten Gruppenhomomorphismus. Von der Galois-Gruppe von L über K nach Z unten N. Ja, das ist injektiv, weil das eindeutig damit beschrieben ist. Injektiv. Und identifiziert damit die Galois-Gruppe als Untergruppe von Zn. Und Gal LK wird als Untergruppe zyklisch. Das haben wir früher bewiesen. Zn hat nur zyklische Untergruppen der Ordnung der M, die N teilt. Okay. Hier ist übrigens in Janssen Schwärmer ein kleiner Fehler, den ich aber hier in meiner Ausführung korrigiert habe. Könnt ihr dann vergleichen. So passt das. Ja. Also ich wiederhole hier noch einmal, die Phis, man kriegt nicht so viele Phis, wie es Ks zwischen 0 und n minus 1 gibt. Man muss nicht notwendigerweise n Stück bekommen, ja, sondern nur m viele. So viel wie der Grad des Minimalpolynoms von b angibt. Das war die einfache Richtung. Kann ich hier herüben löschen. Gibt es Fragen soweit? Das war also damit ist A bewiesen. B, die Rückrichtung sei nun L über K vom Grad N. K in L Galois mit zyklischer Galois-Gruppe Gal L über K. Jetzt wird mein Stift schon wieder ein bisschen müde, aber ich glaube, er hält noch durch. Ja, dann wählen wir uns einen Erzeugner, schreiben wir das Phi. Phi von L nach L K Homomorphismus. Okay. Also alle Elemente hier, das ist multiplikativ geschrieben, sind Potenzen von Phi, wobei wir Potenzen von Phi als Komposition, K-fache Komposition von Phi natürlich betrachten. Ja, also
Das ist gleich Phi 0 gleich it Phi bis Phi n minus 1. Ja, die Galois-Gruppe hat natürlich n Elemente. Okay, Komposition. Jetzt sind diese Potenzen oder Kompositionen von Phi natürlich ein Erzeugungssystem als Gruppe. Wir wollen aber ein bisschen mehr zeigen. Wir wollen zeigen, dass die sogar k-linear unabhängig sind. Das schreiben wir hin. Phi 0, Phi, Phi 2 und so weiter bis Phi n minus 1 sind k-linear unabhängig. Ja, das sind ja Elemente in der Menge der K-Homomorphismen. Das ist jetzt ein bisschen undurchsichtig, wie man das beweist, weil das mehr eine Rechnung ist, wie üblich, wäre, wir nehmen so eine Linearkombination her, ci phi hoch i gleich 0 bis n minus 1 gleich 0, ci in k. So wähle d aus L, d ungleich 0, mit, wir wollen ein d finden mit phi von d Moment. Da habe ich jetzt, glaube ich, einen Schreibfehler. Doch, doch. Mit Phi, ich will was anderes nehmen, mit Phi n hoch minus 1 von d ungleich d. Ich hoffe, man kann das lesen. Doch, sollte man lesen können. Warum existiert das? Das liegt daran, dass das Phi hoch n minus 1 kann nicht Identität sein, sonst wären wir hier, hätten wir eine kleinere Gruppe. Da Phi hoch n minus 1 nicht Identität von L ist. Okay? Also existiert so ein Element, sodass das D nicht auf sich selbst abgebildet wird. Betrachte nun sei, wir nehmen E als L, E ungleich 0 und erhalte. Jetzt kommt diese Rechnung. Wenn wir hier E einsetzen, Summe CI Phi I E, I gleich 0 bis N minus 1, gleich 0. Ja, das liegt daran, weil das hier 0 ist. Und umgekehrt, wenn wir CI Phi hoch I DE nehmen, I gleich 0 bis N minus 1, dann können wir das, jedes Phi i ist multiplikativ, weil es ein Körperhomomorphismus ist. Das ist also gleich Summe i gleich 0 bis n minus 1, ci Phi hoch i d, Phi hoch i e. Auch gleich 0. Ja? Mit dem gleichen Argument wie vorher. Ja, das ist ja hier identisch 0 als Abbildung. Vielleicht sollte das so schreiben. Jetzt multiplizieren wir hier Phi hoch Phi hoch n minus 1 hoch d von d hier dran. Zudem, ich schreibe jetzt ein bisschen langsamer, weil das mühsam zum Abschreiben ist. Nach Multiplikation mit Phi hoch n minus 1 von d. Wir multiplizieren hier Summe i gleich 0. Mir kommt vor, das könnte man noch besser aufschreiben, aber ich habe es jetzt nicht. Phi hoch n minus 1 d Phi i e gleich 0. Das ist hier dran multipliziert.
Okay. Und jetzt nehmen wir die Differenz. Wir vergleichen die beiden und erhalten, das, naja, wenn hier i gleich n minus 1 ist, dann erhalten wir genau den Summanden hier. Das heißt, der kürzt sich weg. Wir haben also hier i gleich 0 bis n minus 2 ci phi i von d minus phi n minus 1 von d mal phi i identisch 0. Ah, jetzt habe ich Teile übersprungen. Von e gleich 0. Entschuldigung. Phi i von e gleich 0. Gleich heißt bei mir Auswertung. Ja, noch einmal, wenn ihr das abgeschrieben habt, es ist leicht zu sehen, der letzte Summand, wenn i gleich n minus 1 ist, der kürzt sich weg. Darum haben wir hier so multipliziert. Ja. Und das gilt aber jetzt, nachdem e beliebig war, das gilt für alle e. Dies gilt für alle e in l weniger 0. Ja, für 0 gilt es automatisch. Gut, was bedeutet das? Das bedeutet, dass wenn ich hier das e weglasse, das überhaupt als Abbildung identisch 0 ist. Wir sind noch immer bei dieser Zwischenbehauptung, dass diese Potenzen der Phi von Phi k-linear unabhängig sind. Vielleicht fällt jemandem ein schönerer Beweis ein. Aber manchmal muss man einfach rechnen. Also, ich nehme noch einmal diese Gleichung her. Das e können wir jetzt weglassen. Damit Summe i gleich 0 bis n minus 2 ci phi i d minus phi n minus 1 d phi hoch i ist identisch 0 als Abbildung. Das heißt, wir haben jetzt eine Linearkombination der phi i gefunden, die weniger Elemente involviert. Und hier wissen wir, dass wir i, wenn wir hier i gleich 0 einsetzen, dann ist das ungleich 0. Ungleich 0 für i gleich 0 nach Wahl von d. Okay, das ist ungleich 0 für Wahl von d. Und jetzt haben wir eine kürzere Linearkombination gefunden, die 0 ist. Ja. Ja. Dies ist kürzere Linearkombination. Und da sollten wir vielleicht angeben, K-Linearkombination der Phi i, die identisch 0 ist. Jetzt iterieren wir, wir wiederholen das Argument nochmal. Iteration liefert. Na, irgendwann kommen wir auf das Phi 0 herunter und dann Widerspruch. Das geht sich nicht aus. Ja. Okay. Das ist ein bisschen eine Bastelei. Vielleicht, ja. Meldet euch, wenn ihr da für diese Behauptung hier einen schöneren Beweis habt. Also damit
Behauptung gezeigt. Wir fahren fort den Beweis von B. Wir können also jetzt voraussetzen, dass diese Potenzen von Phi linear unabhängig sind über K. Betrachte nun, also weiter im Beweis, betrachte nun, Alpha war unsere n-te Einheitswurzel. Wir nehmen jetzt folgende Summe, i gleich 0 bis n minus 1, Alpha hoch minus i, Phi i. Das Alpha war ein Element in K und das ist nicht identisch 0 nach Behauptung. Das ist das Einzige, was wir brauchen. Ja, dass wenn wir mit diesen Alphas hier multiplizieren, besonders mit den negativen Potenzen, dass es dann nicht 0 werden kann. Naja, wenn es nicht identisch 0 ist, dann können wir ein C wählen, das davon nicht annulliert wird. Wähle C in L mit, wir setzen hier das C ein, Phi ist eine Abbildung, also B definieren wir als Summe i gleich 0 bis n minus 1, Alpha hoch minus 1, Phi i von C und gleich 0. Ja, immer dann, wenn eine Abbildung nicht identisch 0 ist, dann gibt es ein Element, auf dem sie ungleich 0 ist. Jetzt wenden wir das Phi drauf an. Dann gilt, naja, Phi von B, das Phi von B, das verschiebt hier gerade, es geht, die Alpha sind in K, das heißt also geht vor das Phi und hier kriegt man Phi i plus 1. Das heißt, das i wird um 1 geschiftet, aber nachdem man oben wieder bis n minus 1 geht, erhält man hier einfach Alpha mal B. Leichte Rechnung. Das ist einfach das Einsetzen in die Summe. Und wenn wir das jetzt weitermachen, Iteration, Phi i von b, jedes Mal wird Alpha multipliziert, Alpha i hoch b. Und die sind alle verschieden. Alle verschieden. Für i gleich 0 bis n minus 1, da Alpha primitive n-te Einheitswurzel ist. Ja? Die Alpha hoch i sind alle verschieden und dann multipliziert mit b sind sie erst recht verschieden. Gut. Es folgt, wenn wir jetzt die Körperweiterung k nach kb nehmen, kb über k, dieser Grad, nachdem wir hier schon n verschiedene Elemente haben, ist das größer gleich n. Und das war ja gerade l über k. Aber das b ist in l. Und folglich kann es nicht echt größer sein, sondern gleich. Kb über k gleich n. Ja. Also haben wir ein b konstruiert und eine Körperweitung, die genauso ausschaut. Jetzt sind wir fast fertig. Zudem, vielleicht kriege ich das sogar noch hierher. Was passiert, wenn wir phi auf b hoch n anwenden? Wir wollen ja zeigen, dass b hoch n eine Wurzel, eine n-te Wurzel des a ist. Das Phi von b hoch n, das ist das gleiche wie Phi von b hoch n. Ja, Phi ist multiplikativ als Körperhomomorphismus. Das Phi von b ist aber nichts anderes als Alpha b hoch n gleich Alpha n b hoch n und das ist gleich b hoch n. Und das gilt für alle Phi. Ja, alle Phi in der Gallo-Gruppe, weil die werden ja gerade davon erzeugt. Das heißt, das Bn ist im Fixkörper. Also A definiert gleich Bn ist in Fix.
Das habe ich anders geschrieben, sorry. Das b hoch n liegt in KB Gallo-Gruppe L über K. Und das ist gerade K. Ja, jetzt sind wir fertig. Damit ist KB Zerfällungskörper von x hoch n minus a. Okay. Über k. Und das b ist eben eine Ente Einheitswurzel aus a. Und b gleich Ente Wurzel aus a, Ente Wurzel aus a, aus k. Und das war zu zeigen. Ja. Also ein bisschen mühsamer und ein bisschen rechnerischer, aber sehr viel steckt jetzt auch nicht dahinter. Das sind alles noch recht einfache Beweise. In der Algebra kann es noch viel, viel schwerer werden, wo man wochenlang Sätze beweist. Gut, wie schaut es aus mit unserer Zeit? Ja, eigentlich sind wir schon fertig mit unserer Zeit. Jetzt kommt jetzt die Auflösbarkeit von Gleichungen durch Radikale als nächstes und dann noch einmal der Begriff der auflösbaren Gruppe. Das wäre ganz gut, wenn ihr euch bis morgen, wenn ihr kurz Zeit habt, geht auf Wikipedia und gebt ein auflösbare Gruppen, damit ihr das schon ein bisschen aufgefrischt habt, weil wir das jetzt dann ständig brauchen werden. Okay? Gut, das wäre es alles für heute. Ich hoffe, es war jetzt nicht zu schnell und zu mühsam zum Mitschreiben, aber ihr könnt ja immer noch euch die Aufzeichnung anschauen. Es dauert immer ein, zwei Tage mit der Aufzeichnung, weil ich das nicht selber machen kann. Das muss erst geschnitten werden und formatiert und hochgeladen. Und das macht jemand für mich, der nicht immer an der Uni ist. Darum dauert das manchmal ein, zwei Tage. Wir sehen uns hoffentlich morgen wieder um 11:30 bei dem nächsten Teil über auflösbare Gruppen und die Auflösbarkeit von polynomialen Gleichungen durch Radikale. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend und viel Spaß mit Mathematik, mit den Proseminaraufgaben. Ich hoffe, dass sie diese Woche gut zu lösen waren und bis bald. Tschüss.